Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einer Spiel 23 Neuheit von ID Venture. Und die sind ja eher so für ihre Abenteuer, Excel, Puzzle-Spiele bekannt. Haben wir jetzt aber mit Cryptic Nature von Oleg Meleshin, Georgi Schugol und Alexander Grüß ein Brettspiel, wirkliches Brettspiel rausgebracht, das ich sehr spannend finde. Und mit euch zusammen möchte ich jetzt mal in die Box gucken. Ich habe das Spiel freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen vom Verlag und muss sagen, es gefällt mir optisch und thematisch erstmal sehr, sehr gut, denn wir sind sogenannte Kryptozoologen, die unterwegs sind, um verschiedene geheime Spezies, wie man hier schon sehen kann, zu finden und diese in sichere Territorien zu bringen. Und eben auch damit Punkte zu machen. Man sieht, das Spiel ist auf Englisch, soll aber auch auf Deutsch kommen, soweit ich weiß. Hier haben wir die Komponenten. Wir haben Cryptid Cards Level 1, Level 2, Level 3. Wir haben verschiedene Inselkarten, Contract, also Auftragskarten. Und wir haben natürlich ein großes Gameboard. Wir haben diverse Terrain-Teils. Wir haben auch so verschiedene Puzzleteile, mit denen wir bestimmte Regionen puzzeln für diese besonderen Tiere und diverse Marker. Wir haben bedruckte Figuren, Assistenten, Kryptozoologen und so weiter. Und dann sieht man auch hier, da wird das Spielbrett aufgebaut. Man hat hier die einzelnen Spieltableaus. Wir haben eine Auslage, noch ein extra Tableau hier und das zentrale Tableau natürlich, Kartenauslage etc. Und dann werden nochmal grundsätzliche Sachen erklärt. Hier das Player-Setup, also wie baut man das eigene Spielertableau auf, was jetzt nicht so riesig ist. Und dann werden diese Cryptid-Cards erklärt, was die Symbole bedeuten. Reputation Points, Gain zum Beispiel, wenn man dieses fängt. Und wenn man, dann kriegt man nochmal Reputation Points, wenn man dieses Cryptid an eine sichere Zuflucht bringt und so weiter. Und dann kommt einfach der Game Overview. Man sieht, welche Phasen es gibt und was man da machen kann. Und ja, das muss ich mir natürlich alles genau anschauen. Aber im Endeffekt wirkt das wirklich ganz wie ein spannendes Spiel, wo wir uns halt bewegen, Aktion nutzen und versuchen eben möglichst effizient diese besonderen Kreaturen zu finden. Genau, dann haben wir noch ein Zugbeispiel, noch ein zweites Beispiel, dann ein Spielende, dann haben wir noch ein Game Mode, wir haben den Wallpottinger. Und da kann man bestimmte Sachen nutzen. Insgesamt 11 Token gibt es auch dafür, die dann noch ins Spiel kommen. Okay, dann haben wir noch das Iceland. Also direkt Island, das wir hier ins Spiel nehmen können, glaube. Und dann kann man es auch ohne diese Beatmarker spielen, wenn man möchte. Interessant. Ja, schauen wir uns das Material an. Wahrscheinlich irgendwelche Marker, Währung, keine Ahnung, für was das jetzt genau ist. Hier hat sich das schon mal irgendwie gedreht, keine Ahnung, interessant. Ne, ist einfach nur lose. Dann haben wir hier auch ein bisschen biegsames Pappe, aber wir haben ja die verschiedenen auch Marker für, ich weiß gar nicht, für was das genau war, die werden ausgelegt. Dann haben wir hier diese Puzzleteile sozusagen oder Tierristeile, mit denen wir diese Sanctuaries legen können, um diesen besonderen Kreaturen Zuflucht zu gewähren. Ja, und dann haben wir hier das zentrale Spielbrett. Und dann ist das relativ einfache Karte von Europa, wo wir halt uns bewegen können, verschiedene Orte und Gebiete angehen können und dort bestimmte Effekte aus oder Aktionen machen können, so wie es aussieht. Also nicht wahnsinnig komplex, zumindest vom Spielbrett, wie das aussieht. Und generell das Spiel ist, denke ich mal, so im Kennerspielbereich angeordnet. Da haben wir auch ein zweites separates Tableau, was sogar als Double-Layer-Tableau ausgelegt ist, wo hier Dinge eingelegt werden. Interessant. Und hier wird dann auch wahrscheinlich das Puzzle-Element stattfinden. Das ist wiederum recht schwer. Ein Beutel, um was nachzuziehen, ein Wertungsblock. Doppelseitig nehme ich an. Dann haben wir verschiedene noch kleine. Das sind wahrscheinlich diese Wallpottinger-Token, die ins Spiel kommen können. Das sind vielleicht für irgendwelche
Bonus-Module, genauso hier wie Island. Dann haben wir Spielhilfen. Das finde ich immer gut. Sowohl für die verschiedenen Phasen, ja, genau, für die verschiedenen Phasen entsprechend, was man da machen kann. Dann haben wir die Spielertableaus, Double Layer, auch Double Layer, kleine Spielertableaus, aber das finde ich ja trotzdem schön. Und ja, hier oben kann man dann Marker reinlegen, irgendwelche Suchmarker wahrscheinlich und irgendwelche Sachen. Wir haben auch Möglichkeiten, Dinge zu nutzen oder freizuschalten. Ja, da gibt es auch einige. Genau, dann haben wir unten noch weitere Marker. Und wir haben Würfel. Nicht viele, aber solche Custom Dice, die halt irgendwie bestimmten Wert drauf haben. Dann haben wir hier ja, lauter schwarze Plastik-Cubes, die für irgendwas eingesetzt werden. Dann haben wir hier unsere bedruckten Assistenten und Charaktere. Plus eben farbige Marker und noch solche kleinen süßen, ja, Yeti. Figuren sehen ja echt süß aus. Siegpunkte-Marker wahrscheinlich. Auch bedruckt. Zum Teil zumindest. Ja. Eher hochwertig, finde ich. Dann haben wir hier noch diese Auftragskarten, müssten das glaube ich sein. Ein Siegpunkt für every cryptid aus dem Wald. Also Wald, besondere Spezies, kriegt man noch Siegpunkte. Ja, und dann haben wir diese Wolpertinger-Karte. Und das ist halt auch das Modul. Nochmal erklären, was man da macht. Und dann haben wir noch einen Kartenstapel, recht große Karten, und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wenn man ein bisschen rangezoomt und dann sieht man die unterschiedlichen Kryptiden, die besonderen Kreaturen. Kleine Hintergrundstory, sehr klein, muss ich sagen. Also wirklich, ja, da muss man schon mal genau die Brille abnehmen. Und dann haben wir ja irgendwelche Reputationen, die man bekommt, wenn man es fängt und wenn man es sicheres in sicherem Habitat bringt. Verschiedene Effekte dieses Tier hat hier unten auch noch. Wahrscheinlich gewisse Effekte, welche Stufe, welchen Typ. Und wenn man einen Request erfüllt, bekommt man noch zwei. Weiß nicht, ob das Geld dann ist. Genau, und da gibt es dann, sieht man auch Cryptic Nature nochmal drauf. Dann hat man halt hier verschiedene davon. Auch wahrscheinlich, wo die zu finden sind. Es gab ja die verschiedenen Bereiche auf der Karte. Und da sind schon ganz witzige dabei. Und es ist, finde ich, auch sehr, sehr schön gestaltet. Das sind sicherlich noch die niedrigeren, würde ich vielleicht mal fast sagen. Wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht, ob hier noch welche mit mehr Reputation kommen, wenn ich sie fange. Zum Beispiel ja hier das Goulon. Auch interessant auf jeden Fall. Der Habior. Okay. Das Sewer Pig, was in den ja. Abwasserkanälen lebt oder so. Also es gibt da solche Urban Mys wahrscheinlich Kreaturen, die hier aufgegriffen werden. Und dann bekommt man auch hier zum Beispiel bei den ganz starken, würde ich mal sagen, drei, wenn man sie fängt. Genau. Und das Gallo de la Muerte. Das Huhn des Todes, oder? Okay. Interessant. Auf jeden Fall sehr witzige Kreaturen. Hier sind sogar welche dabei. Die zum Beispiel 0 bringen, wieder 2 und 0. Dafür wieder vielleicht das hier, eins der besondersten 3 und sogar 2, wenn man es irgendwo reinpackt. Dafür braucht es auch ein sehr großes von diesen Tetris-Teilen. Ja, interessant auf jeden Fall. Das war ein Blick in die Spiel 23 Neuheit Cryptid Nature. Müssen wir natürlich noch mal ein bisschen rauszoomen. Von ID Venture. Ja, ich mag einfach das abgefahrene Thema. Sehr ungewöhnlich und freue mich darauf, das Spiel dann jetzt bald auf den Tisch zu bekommen und euch dann in meinem YouTube-Kanal, aber auch auf abenteuer-brettspiele.de und in meinem wöchentlichen Podcast darüber zu berichten, was ich davon halte. Und ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, das würde mich sehr freuen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr auf abenteuer-brettspiele.de mal vorbeischaut. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!